Hier ein kurzes Tutorial-Video, wie man sein Apple App Store Guthaben aufladen kann. Und zwar kann man dazu quasi ganz einfach hier bei Aldi zum Beispiel oder anderen Discountern gibt es immer wieder Aktionen, wo man solche Guthabenkarten kaufen kann. Da bekommt man dann quasi einen Kassenbon quasi ausgestellt danach und diesen Code kann man dann hier im Apple App Store eingeben und hat dann da das Geld aufgeladen. Und was es da eben gibt, da gibt es dann teilweise so 10%, zum Beispiel jetzt im März 2020. 22 gibt es bei Aldi jetzt hier in meinem Beispiel gerade 10% und dann kriegt man hier so ein bisschen mehr Guthaben und kriegt halt quasi, wenn man 50 Euro Guthaben kauft, nochmal 5 Euro on top als Geschenk in Anführungszeichen. Und da könnt ihr euch so ein bisschen quasi was sparen bei den Abos und so weiter, die ihr da habt. Und von daher kann man das auf jeden Fall empfehlen. Und wie man jetzt sieht, wenn man hier so eine Original Apple iTunes Karte kauft, dann kann man hier über diese Kamera-App hier oben im App Store, wenn man hier auf seinen Icon quasi geht und dann gibt es da also ja Guthabenkarte einlösen, dann kann man da diesen, dann kann man hier unten einmal die Kamera quasi auswählen oder hier unten den Code eingeben und dann muss man hier das einfach abtippen. Und wenn ihr das nicht abtippen wollt, könnt ihr quasi auch einfach hier so ein Bild machen mit eurem iPhone. Dann kommt ihr ja schon diese Bilderkennung. Dann kann man da in die Fotos-App eben reinwechseln und in der Fotos-App eben dann könnt ihr auf den Beleg gehen, da hinzoomen quasi an den Beleg und dann hier einfach auswählen und dann könnt ihr hier das quasi im besten Fall, wenn das hier gut lesbar ist, weil der Drucker da mal funktioniert hat bei der Aldi-Kasse für den Kassenbon, dann könnt ihr das da einfach rauskopieren und dann hier quasi bei dem Einlösen und hier oben halt Einlösen drücken. Was hier teilweise halt passieren kann, dass diese Kamera Buchstabenerkennung quasi was falsch erkennt, dann funktioniert es hier nicht, aber man kann es ja dann noch von Hand sonst korrigieren. Jetzt kann man hier einfach das aufladen und dann kommt hier quasi Your balance has been added und jetzt sieht man hier, dass ich wieder 103 Euro quasi auf diesen Guthaben jetzt hier drauf habe. Und so kann man jetzt sein Apple-Guthaben quasi aufladen, ganz einfach. Das soll das kurze Tutorial gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, packt die gerne in den Kommentarbereich und sonst erstmal ciao, ciao.